Yo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Sniper Elite 5. Ja, wir machen jetzt hier weiter mit dem großen Finale. Und ja, wir müssen jetzt hier die U-Boote zerstören. Aber erstmal tun wir jetzt hier ein bisschen uns ausrüsten mit neuem Zeug, mit Munition und so weiter. So, hast mir hier ein bisschen was mitgenommen. Oh, da hinten wartet einer auf mich. Ja, hi, Kollege. Ich grüße Sie. Ui, wer bist du denn? Zack, zack, zack. In die Magengrube hinein. In die kleine Grube. Gut, alles klar. Machen wir weiter hier oben. Sniper ist bereit. Köpfchen hoch. Sehr schön. So, der Raum, wo wir jetzt eben waren, das war auf jeden Fall so, wie es aussah, die Waffenkammer. Wir haben aber auch noch einen Schlüssel für eine Krankenstation. Da müssen wir mal gucken, wo die noch ist. Ich dachte eigentlich, es wäre dieser eine Ort hier unten, aber das ist, denke ich, nun doch nicht. Weil da habe ich keine Tür gesehen. Ich dachte ursprünglich, dass hier unten wäre die Krankenstation. Oder wir können ja nochmal hier so eine kleine Runde lang gehen. Aber das sind einfach nur normale Quartiere, so wie es aussieht. Ah, hier gibt es ja sogar noch einen Weg geradeaus. Okay, den Weg habe ich noch gar nicht gesehen. Gut, nehmen wir den mal. Ah, dann sind wir jetzt hier direkt hinten beim nächsten U-Boot. Dort ist es nämlich schon, was wir zerstören müssen. Crane's loading explosives. I find the controls. Can make it look like an accident. Sink this U-Boot into the bargain. Ah, was haben wir denn hier? Jawohl, hier ist die Krankenstation. Ich grüße euch. Zack. Jetzt ist der andere dran. Hi. Sehr schön. Einmal zeigen, was du so dabei hast. Okay, irgendwie nichts mehr so richtig. Schade. Hier ist das zerstörte U-Boot. Okay, okay, okay. Habt ihr nicht noch irgendwie ein bisschen was an Heilung? Das wäre gerade nicht schlecht. Gut, die eine Bandage haue ich mir mal rein. Jawohl, das hier oben sieht doch gut aus. Ja, hier gibt es ein bisschen Heilung. Machen wir es anders. Moment. Wir hauen uns das hier rein und nehmen dann das dort mit. So, zack. Fabelhaft. Habe ich hier noch irgendwo einen Verband übersehen? Ja, hier. Hier ist auch nochmal einer. Sehr schön, da sind wir voll mit den Verbändern. Da unten ist einer lang gerannt. Ein Offizier ist das Ganze. Ah, jetzt hat er sein Köpfchen versteckt. Der gute Herr. Wo ist denn der jetzt hin? Drüben an der linken Seite. Leider kein guter Winkel gerade, um den zu treffen. Nein, ich will nicht hier runterklettern. Ich hätte gerne probiert, da zwischen seitlich den so abzufeuern. Klappt nicht. Ja gut, dann machen wir jetzt einfach das nächste U-Boot weg. Würde ich sagen. Obwohl... Danke fürs Hinstellen. Sehr schön. Hut ist auch wieder schön weggeflogen. So muss das. Wenn der Hut fliegt, weißt du, es war ein guter Treffer. Nothing else to find. So, gib mal da eure MP40 her, danke. Ah nein, MP44 war das. Gut, dort hoch muss ich kurz, um das zu aktivieren. Dann einmal hier hoch. Das letzte andere Ding war ja unten, wo wir da was drücken mussten. Zum Zerstören. Gut, dann einmal hier hoch. Und wunderbar.
munitions in that cart. Direct route to the fuel lines. Looks like an explosive combination. Und hier ist das letzte. Tschüssi. Ah nein, da unten müssen wir auch nochmal extra an. Okay. Alles klar. So, dann einmal hier runter. Schwuppdiwupp. Ich wundere, dass hier nicht nochmal irgendwelche Wachen kommen. Aber nun gut, die meisten haben wahrscheinlich schon ausgeschaltet. So. Wunderschön, wie das Ding dorthin fährt. Oh oh. Ah, okay. Hätte erwartet, da kommen jetzt so Daten durch. Oh, da hinten ist aber ein Scharfschütze und so. Ich muss sagen, ich will den oberen Weg dort oben nehmen. Wir müssen nur gucken, wie wir jetzt, ohne aufzufallen, dorthin kommen kurz. Wir stehen gerade etwas ungünstig, sagen wir es mal so. Komm, lauf, 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 lauf. Jawohl, wir sind oben. Alles klar, wir können nur durch die Tür hier oder das Tor. Ah nein, da drüben ist auch nochmal eine Tür. This is why the Japanese are involved. Kraken's flagships are stealth-plated I-400s. Gonna have to get creative. Sabotaging the fuel lines will take this whole place down in one hit. Ja, wenn wir jetzt hier mal so gucken. Hier sind auf jeden Fall verdammt viele Leute zum Ausschalten. Gut, wir nehmen erstmal hier die leisen Schüsse und machen erstmal mehr oder weniger weg die Einzelstehenden. Nein, daneben, daneben, daneben. Gut, die nächsten Treffer müssen aber hier Volltreffer sein. Oder eher gesagt, die nächsten Schüsse. Sehr gut. Erstmal die Offiziere und so wegmachen. Ich glaube auch, um ehrlich zu sein, wir haben gleich so weit erstmal hier alles gesichert. Da hinten war, glaube ich, einer dahinter. Treffe ich den auch noch nicht. Komm! Komm, 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 und weg mit dir. Natürlich nur der Hutentferner. Ach, der gute alte Hutentferner. Wir alle kennen ihn doch. Na, hier, nimm das jetzt. Kopf hoch. Kopf hoch. Tschüss. So, da hinten war einer hinter dem Lampe. Den will ich auch noch wegmachen. Gut, ich bin gerade am Überlegen, wie wir jetzt hier weiter verfahren. So vom Weg her. Ich meine, die meisten sind ja jetzt hier ausgeschaltet. Ja, sieht gut aus. Danach aus, dass wir jetzt hier so gut wie alle weg haben. Dann nehmen wir jetzt hier die Seilrutsche, würde ich sagen. Let's go! Sehr gut. Aber da oben hatten wir doch vorhin noch welche gesehen, ne? In dieser Kommandozentrale.
Gut, das einmal zerstören. One fuel line down. Not done yet. Gotta take care of both of them. Und jetzt Nummer 2. Hier hinten könnte ich mir auch gut jetzt noch ein paar Soldaten vorstellen hier. Aber sieht eigentlich sehr ruhig und gesichert aus. Nee. Da habe ich doch recht, dass da drüben noch was ist. Aber gut, ich glaube, das eine Ding hier ziehen wir jetzt einfach fix durch. Let's go. Oder. Da oben ist er. Ah, okay, bei dem Scheinwerfer. Ja, gut, ja. So, dann jetzt das Ventil hier sabotieren. Alright. Fuel lines are set. Now for the next step. Und irgendwo gibt es hier bestimmt in irgendeinem Raum nochmal ein Sammelobjekt. Danach will ich nämlich eigentlich auch noch mit suchen hier. Ich liege doch hier einfach so rum, aber ich denke eher wieder in irgendeinem Zimmer oder Tresor oder so. Deswegen danach auch noch ein bisschen mit suchen hier. Das ist mir nämlich auch wichtig. Da oben läuft noch eine Wache. Die müssen wir gleich mal noch wegmachen. Um genau zu sein, jetzt. Weg mit dir. Alter, in den kleinen Hals. Was ist das, ein Kopfschuss? Okay. Ich hätte eher so Hals gesagt. Also so Lunge und so. In der Umgebung eher. Aber gut. So, hier haben wir die nächsten Ziele. Das einmal öffnen. Das auch. Und zack. Dann noch das hier tätigen. Gut, jetzt gucken wir mal hier rein. Oh, hi! Ich grüße Sie! Ja, da kam gerade auf jeden Fall überall nochmal Verstärkung ran. Das hat man gerade laut und deutlich gehört. Obwohl, nur dort vorne, oder? Da dort vorne. Weg mit euch. Nächster weg. Die kleine Leber haben wir getroffen von dem. Hinter der Kiste ist noch mal einer. Na los, da muss ich noch ein bisschen mehr zeigen. Okay, dankeschön. So, was ist das? Alles klar, da kommen wir noch mehr. Hier unten lang, schnell. Finden Sie ihn! Feinde! Warum haben Sie noch nicht getötet? Sie schaffen es nicht mal, einen einzelnen Scharfschuss zu erledigen! Und jetzt schön hier das Gebiet verlassen. Something's not right. They should have blown by now. Damn it. They're disconnecting the fuel lines, panicking and launching what's left of Kraken. Gotta make this next shot count.
gotta take the shot. I can't let those subs launch. Gut. Das wird ein Volltreffer. Goodbye. Thank God you got there in time. I still don't know how you managed it. How many Nazi super weapons have you kiboshed now? That's classified information. You're no fun anymore. Yeah, I got family in Washington. You saved their lives today. Couldn't have done it without you and your men, Lieutenant. Well, I was just following orders, Fairburn. I don't know if you're laconic or stoic or just downright odd. But I'm glad you're on our team. Kraken's at the bottom of the ocean where it belongs. But Mahler didn't go down with his ship. He's probably halfway to Berlin by now. Well now, funny you should mention that. Turns out Marie has heard from her contact at the chateau that they're packing up to leave. And Mahler is there. Can I give you a lift? Fairburn has managed to succeed where bombing runs failed. The Nazi collaboration with the Japanese to assault America has been stopped in its tracks. However, Abelard Mahler remains at large. Verdammter Scharfschütze! Jahrelange Arbeit in Flammen aufgegangen! Ich bin erledigt! Dieser Wurmvogel ist auf sich allein gestellt. Soldat, alles in die LKW laden! Ich habe Freunde an Orten, an denen mich nicht mal der Führer findet. Der Krieg wird für mich nicht mit einer Schlinge um den Hals enden. Kraken is finished. The Nazi plan for an attack on America is over. But Mahler, slippery bastard that he is, escaped Saint-Nazaire. We've tracked him back to Chateau de Berengar. And I've got a bullet with his name on it. Getting ready to cut and run like the weasel he is. It is quite some distance, Fairburn. Watch this. Okay, dann machen wir Mahler jetzt weg. Na, wo ist er denn? Ist er das? Na, wir gucken erstmal mit unserem Fernglas noch ein bisschen mit hier. Das ist er doch. Mahler, there you are. Time to finish this. Gut, dann los. Na, wir warten, bis er noch ein bisschen mehr stillhält. Würde ich sagen. Jetzt. Goodbye. Thank you.
Aye, away you go. Good riddance. There's plenty more where he came from. So, what next? Well, Charlie here owes me a drink. And Paris won't liberate itself. And after we single-handedly liberate Paris? Who knows? War's not over yet. Operation Kraken and Abelard Möller are no longer a threat to the Allied war effort. Awaiting new orders for Lieutenant Carl Fairburn. Alles klar, Leute. Das war die Kampagne von Sniper Elite 5. Ja, wir haben es beendet. Sehr cooles Spiel, muss ich schon mal sagen. Hat mir sehr gut gefallen, hier der fünfte Teil. Ich würde sogar so weit gehen, der fünfte Teil ist neben dem dritten mein Lieblingsteil. Weiß nicht, den vierten habe ich damals nicht so sehr gemacht. Den fünften jetzt irgendwie wieder ein bisschen mehr. Oder was ist ein bisschen mehr? Sehr, sehr viel mehr. Ja, also hat mir einfach sehr gut gefallen, der fünfte Teil. Ich mochte einfach so die Gegenden. Ne? Ich mag Frankreich einfach. Sag was einfach mal so. Und ja, auch so. Story, Gameplay, hat Bock gemacht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Hat einfach Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Und ich werde es auch definitiv privat auch noch ein bisschen spielen. Die Missionen alle nochmal. Weil hat einfach Bock gemacht. Das war's dann hiermit jetzt auch mit dem Let's Play. Den Target Führer DLC bringe ich vielleicht auch noch. Die Tage. Ansonsten gibt es ja hier auch noch einen Season Pass, also dementsprechend glaube ich, kommt da auch noch ein bisschen was Interessantes in Zukunft. Das gucken wir uns dann auch an. Und ja, Leute, das soll es jetzt hier erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten. Tschüssi!